Als ich letztens krank war, hat mein Arzt Codein verschrieben und dabei ist mir aufgefallen, dass ich noch nie ein Video gemacht habe, in dem ich euch erkläre, warum Codein gewissermaßen eines der sinnlosesten Substanzen überhaupt ist. Theoretisch gibt es kaum Gründe, das je zu verschreiben oder als Rauschmittel zu nehmen. Was ich genau damit meine, erfahrt ihr in diesem Codein-Infovideo. Codein wurde zwar bereits 1832 von Pierre-Jean Robiquet aus dem Opium isoliert, aber erst in den letzten Jahren hat das Opiat Codein durch die Hip-Hop-Szene einen besonderen Hype erfahren. Weltberühmte Rapper wie Moneyboy posten und rappen davon, wie sie Lean und Sizzup trinken. Lean, 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 500 horses inside my machine, 500 DNAs in my ding ding. Aus Two Cups Stuffed von Young Thug oder Du hast Lean am Start und ich bin nicht abgeneigt. Schütt das Lean bitte rein in meinen fucking Double Cup mit Sprite aus Codein Crazy von Moneyboy und Hustensaftjüngling. Als Sizzurp oder Lean bezeichnet man ein Mischgetränk aus Codein, Softdrinks wie Sprite, Bonbons und der Droge Promethazin oder DXM. Aus Neugierde habe ich letzte Woche mal Codein mit Sprite gemischt und fand es absolut ekelhaft. Einfach mit normalem Wasser gemischt ist Codein für mich viel genießbarer. Als Deutscher war ich auch verwirrt, warum dieses Mischgetränk bei Rappern oft lila ist, denn in Deutschland ist weder Codein noch irgendeine der anderen Zutaten lila. Aber in den USA ist der Codein-Hustensaft der Marke Actavis, welcher auch scheinbar schon im Vornherein mit Promethazin gemischt ist, mit lila Lebensmittelfarbe gefärbt, weshalb Lean in den USA oft lila ist und daher auch Purple Drank genannt wird. Dieser lilane Actavis-Hustensaft wird aber scheinbar nicht mehr hergestellt. Bei Codein-Raps fällt auch häufig das Wort Double Cup, weil es braucht ist, das Sizzup in zwei übereinander gestapelten Bechern zu trinken. Jeder Becher ist ein Kunstwerk und ein Unikat und mit Luxus vollgepackt. Es steht für einen luxuriösen Lifestyle, den wir auch bevorzugen gegenüber anderen Lifestyles, die nicht so luxuriös sind. Holt ihr www.moneyboy.at? Nein, kauft euch lieber die von mir individualisierten Double Cups. Jetzt auf cup3000.de. Aber keine Sorge, 100% des Gewinns der komplett überteuerten Cups werde ich an die wohltätige Organisation Simon braucht endlich einen Tesla spenden. Auf Instagram habe ich euch gefragt, ob das irgendeinen bestimmten Hintergrund hat, dass man diese Codein-Mischgetränke nur aus Double Cups trinkt. Manche meinten, dass es Verschwendung verhindert, wenn der Cup durchweicht. Manche meinten, dass es dann stabiler in der Hand ist. Es gab so viele unterschiedliche Erklärungen, aber ich deklariere jetzt hier offiziell in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rap-Stiftung, dass es sinnlos ist und ernenne es hiermit zum neuen Brauch, Codein-Drinks in einem Eierbecher unter das Bein durchzutrinken. Es hat einen Grund, warum ich der Führer der Deutschen Rap-Stiftung bin. Weil ich letztens extrem starkes Halsweh und heftigen Husten hatte, konnte ich sowohl von der Schmerz- als auch von der hustenstillenden Wirkung profitieren. Es gab Nächte, wo ich zuerst versucht habe, ohne das Codein zu schlafen, weil ich die Droge eigentlich aufgrund der verhältnismäßig hohen Suchtgefahr möglichst selten versuche zu nehmen, aber nach stundenlangen Hustenattacken musste ich dann doch dazu greifen, um schlafen zu können. Wenn mir das Zeug ganz gut beim Schlafen geholfen hat, warum würde ich die Droge dann trotzdem als sinnlos bezeichnen? Sie ist sinnlos, weil Codein im Körper zu unter anderem Morphin umgewandelt wird. Man geht davon aus, dass das Morphin hauptsächlich für die Wirkung von Codein verantwortlich ist. Das Problematische dabei ist aber, dass die Aktivität des Enzyms CYP2D6, welches für die Metabolisierung zu Morphin verantwortlich ist, stark von Mensch zu Mensch variieren kann. Das heißt, wenn du eine gewisse Dosis Codein nimmst, wirkt eine ungewisse Dosis Morphin. Weil die Verträglichkeit der Substanz so stark variieren kann, ist es schon in seltenen Fällen vorgekommen, dass Kinder an einer normalen medizinischen Dosis von Codein gestorben sind. Ja, Codein ist sogar rassistisch, denn während 30% der Personen mit afrikanischem Ursprung das Codein sehr schnell und effektiv in Morphin umwandeln, was bedeutet, dass die Wirkung bei ihnen stärker ist, wandeln bei den Weißen nur an die 5% das Codein schnell um. Bei Weißen sind sogar mit ca. 10% die Menschen überrepräsentiert, die Codein besonders ineffektiv
effektiv konvertieren und somit die Droge nicht so stark spüren. Doch die Verträglichkeit variiert nicht nur von Person zu Person, sondern es gibt gewisse Substanzen wie Dexamethason, die bei regelmäßigem Konsum verändern, wie man Codein aufnimmt. In den meisten Fällen würde es daher einfach mehr Sinn machen, direkt Morphin zu konsumieren, wenn man so einen Rausch anstrebt, weil man da weiß, was man bekommt. Morphin bekommt man halt schwieriger. Auf den ersten Blick gibt es gesetzlich gesehen in Deutschland zwar keinen Unterschied zwischen Codein und Morphin, denn beide Substanzen sind wie Cannabis im Betäubungsmittelgesetz in Anlage 3 gelistet, was bedeutet, dass der Arzt diese Substanzen nur mit einem Betäubungsmittelrezept verschreiben kann. Und für Ärzte gibt es viel strengere Auflagen bei der Verschreibung von Betäubungsmittelrezepten als bei normalen Rezepten. Bei Codein gibt es allerdings eine Ausnahme, dass es auch mit normalen Rezept verschrieben werden kann, wenn das Medikament zum Beispiel keine weitere Droge von Anlage 3 enthält und nicht mehr als 2,5% Codein. Weil Codein quasi eine Prodrug von Morphin ist, macht es keinen Sinn, dass es eine solche Ausnahme bei Morphin nicht gibt. Nur halt mit einer geringeren Prozentzahl, weil es potenter ist. Aber dass die Betäubungsmittelgesetze nicht so viel Sinn machen, ist ja nichts Neues. Für berauschende Zwecke gibt es folgende Dosierungsempfehlungen. Eine leichte Dosis sind 30 bis 80 Milligramm, eine reguläre Dosis 80 bis 150 Milligramm und alles ab 150 sollten dann eine starke, eher gefährliche Dosis sein. Da ihr aber nicht wisst, wie euer CYP2D6 Enzym so tickt, solltet ihr zum Test immer mit einer schwachen Dosis anfangen. In den Tagen, wo ich krank war, habe ich je nach Krankheitszustand mal 30 und mal 80 Milligramm an einem Tag genommen. Und ich habe die 30 Milligramm definitiv eindeutig gespürt. Alle Dosisangaben sind hier übrigens bezogen auf den oralen Konsum, weil Codein nur so konsumiert wird. Im Gegensatz zu anderen Opiaten macht es bei Codein null Sinn, das intravenös zu spritzen oder zu ziehen, da die Hauptwirkung im Magenbereich aktiviert wird, sodass man bei diesen Konsumformen keinen wirklichen Rausch und nur negative Nebenwirkungen hätte. Am ehesten bekommt man Codein in flüssiger Form, Codeinpillen gibt es aber auch. Die Wirkung tritt ca. 20 bis 60 Minuten nach der Einnahme ein und hält 6 bis 8 Stunden an, wobei man auch am nächsten Tag noch leichte Codein-Vibes verspüren kann. Ein weiterer Punkt, der gegen Codein besonders als Medikament spricht, ist, dass es mehrere Studien gibt, bei denen rauskam, dass es gegen die meisten Arten von Husten nicht mehr hilft als ein Placebo. Dieser Fakt schockiert mich irgendwie richtig, weil es mir so vorkommt, als würde es mir verdammt gut gegen Husten helfen. Aber vielleicht ist das Placebo oder vielleicht wird der Husten durch die schmerzstillende Wirkung einfach nur erträglicher, sodass ich mir einbilde, dass er weniger geworden ist. Doch nicht nur die schmerzstillende Wirkung macht das Kranksein erträglicher. Codein wirkt auch euphorisch, beruhigend, angstlösend. Man fühlt sich durch die Droge in der Regel sehr zufrieden, sorgenlos und schön in Watte gepackt. Und der Schlaf auf Codein ist sehr angenehm. Doch lasst euch nichts zu sehr von diesen positiven Effekten vereinnahmen, denn Codein kann sowohl psychisch als auch körperlich stark abhängig machen. Es gibt eine Toleranzentwicklung und es können eine ganze Reihe an Nebenwirkungen auftreten. Juckreiz, Kopfschmerzen, Verstopfung, Mundtrockenheit, Schläfrigkeit, Depression, Übelkeit, Erbrechen. Es wirkt atemdepressiv, was bis zum Tod führen kann. Und dann kommen noch die ekelhaften Nebenwirkungen von Zittern bis Magenkrampfen hinzu, die man erfährt, wenn man die Substanz absetzt, wenn man bereits körperlich abhängig war. Wenn ihr es als Rauschdroge nehmt, geht sicher, dass ihr Konsumpausen von mehreren Wochen einhaltet. Wenn ihr es verschrieben bekommen habt, nehmt nicht mehr, als der Arzt euch verschrieben hat, und setzt es sofort wieder ab, wenn ihr es ohne aushaltet und vielleicht schon früher, wenn ihr merkt, wie sich die Toleranz erhöht. Nehmt die Substanz gar nicht, wenn ihr wisst, dass ihr anfällig für Süchte seid. Mischkonsum ist immer gefährlich, weshalb ich von jedem Mischkonsum abrate. Besonders gefährlich ist es aber, wenn man es mischt mit anderen Downern wie Alkohol oder Benzos und auch das leider sehr häufig zu Codein gemischte Promethazin, da das die Chance auf einen Tod durch Atemdepression immens erhöht. Erhöht wird auch die Ehre der Bong-Marke Blackleaf für die Unterstützung dieses Videos, die seit diesem Video seichteste Bong-Marke der Welt. Erhältlich auf stuff3000.de.
Ich habe in diesen Videos nicht erklärt, wie Codein bei den einzelnen Synapsen wirkt, aber gönnt euch hierfür mein Heroin-Video, denn da müsste die Wirkungsweise sehr ähnlich sein, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo es in Morphin umgewandelt wird. Shoutout geht raus an den Channel Drug Classroom, dessen Videos mich inspiriert haben, über die Sinnlosigkeit von Codein zu sprechen. Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.